Naja. Du bist auch traurig? Nee. Maintenance Announcement. Assistent, suchst nach Arbeit. Dann geh halt hin. Nehmen wir mal. Einen Assistent habe ich jetzt zu viel. Ich habe extra jetzt einen mehr eingestellt, damit alle sich ein bisschen abwechseln können. Aber jetzt habe ich halt einen zu viel. Das ist blöd. Aber sind beides 3 Sterne. Das heißt, du darfst gehen. Mein Vater hatte nur eine Regel. Beschäme nicht die Familie. Tut mir leid, Papi. Super. Gut. Hier unten ist was Neues. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Fick Blanket. Neuester Nachrichtenüberblick aus dem County wurden gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Nun, das ist immerhin etwas. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn die Berichterstattung über uns in Zukunft positiv sein soll, statt nur neutral. So, da kommt der dritte mit dem Kopfdingens, da haben wir dann den ersten Stern. So, da fehlt ein Dog. Du bist der 5-Sterne-Dog, ne? Ja. Dankeschön. Geschätzter Krankenhausleiter, 1-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Blitzschnell hast du ein weiteres Mal zugeschlagen und deine Kritiker zum Gespött gemacht. Du wirst für deine Arbeiten zum Thema Innenleben von Maschinen bzw. menschlichen Verstand gelobt. Konzentriere dich jetzt auf dein wachsendes Imperium mit 2 Säulen. Oder füge ihm eine dritte Säule hinzu, indem du in Fluttering ein neues Krankenhaus eröffnest. Sonst ist das ja ein eher mickriges Imperium. 10.000 extra gekriegt, 100 freigeschaltet, Fluttering, Kardiologie und Deluxe Entleuchter 2. Kardiologie. Well, wir bleiben hier. Deluxe Entleuchter 2. Entleuchter. Machen wir. Und eine Kardiologie habe ich jetzt auch freigeschaltet. Woran sehe Symbolik, wann jemand Kardiologie braucht, oder soll ich es einfach bauen? Please look out for invisible and potentially lethal diseases. Barbershop-Quartett. Nach einer Reihe von übermäßig höflichen und positiven Kommentaren zu Karaoke-Auftritten sind einige Personen an Rock'n'Rollitis erkrankt. Die Familien der Betroffenen wollen sie nun behandeln lassen. Sollen wir sie erfolgreich behandeln? Sollten wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Herausforderung: Heile 4 Patienten mit Rock'n'Rollitis. Behandlungsraum, Psychiatrie, einmal Krankenhaus, Zeitbegrenzung 180 Tage. Belohnung 10, Ruf 10k und 10.000. Dann kommt mal ran. Jetzt, wie die gesagt, ihr Freddie Mercurys, ne? Die kriegen jetzt so eine komische, so eine Rundumleuchte über dem Kopf. So ein Tatütata, blink, blink. Ja. Wird schon gehen. So, Kohle läuft. Installiere Upgrades an 2 Maschinen. Habe ich noch irgendwas, was ich machen kann? Aber keine. Also, da ist 1, ne? Meister rufen wegen Umtöpfer reparieren? Nö. Besitze 3 Gebäude. Auf Teufel komm raus, muss es aber nicht sein, oder? Verliere ich ja so viel Geld. Aber es muss wahrscheinlich sein, ne? Das ist das teurere. Gucke ich mir gleich an. Nehmen wir das. 50.000. Zack. Braucht zwar kein Mensch gerade, aber ist egal, ist die Aufgabe. This is Ricky Hawthorne on Two Point Radio. This is Ricky Hawthorne. Zu spät, was war? Bringing talk, music and news to the whole of Two Point County. And if you're listening to us from the newly opened hospital, just turn up that volume, because nothing drowns out the sound of sick people like the voice of a world-class DJ. Heiliger Wimbam, machen beide Ärzte gerade Pause. Next, 42 hours of music from the background band. Enjoy. Ja. Und das ausgerechnet jetzt. Warte mal. Komm mal mit, Keule. Ah, du gehst schon automatisch, ne? Oder? Ne, komm mal, ich brauch dich mal. Du musst mal da ganz vielen Leuten helfen.
Dankeschön. Und los. 1, 2, 3, 4, 5. So, und los. Warum setzt ihr euch nicht hin? Wo ist denn? Wo war denn der Wartebereich? Da. Warum setzt ihr euch nicht hin? Warum steht ihr einfach hier rum? Nee, ich möchte ja gar keine großen Tipps haben. Alles gut, irgendwie. Alles gut. Wenn was daneben geht, geht was daneben. Alles halb so wild. Porteset. Quatsch. Gut, die werden auf jeden Fall gerade geheilt, das passt. Personalherausforderung von Blake Seapock. Es wäre ein Traum, einen weitläufigen Arbeitsplatz voller luxuriöser Ausstattung zu haben. Etwas richtig Hochwertiges. Was meinst du? Herausforderung. Erreiche die Stufe 4 mit dem Zimmer Entleuchtungsklinik. Zeitbegrenzung 180 Tage. Zufriedenheit. Also. Stufe 4 Entleuchtungsklinik. Pause. Entleuchtungsklinik. Stufe 4. Ob ich da zwei Dinger drin gehabt? Und die eine war draußen, ne? Jetzt alles da rein, was geht. Ich hab nichts mehr. Kein Platz mehr für irgendwas. Ein Süßigkeitenspender, natürlich muss der da rein. Ganz klar. Der macht jetzt aus. Toll. Ich hab nichts mehr, was der da rein kann. Noch ein Apfeleimer. Warum auch immer. Scheiße. Schön, dass sich alle die Dings angucken. Überhaupt nicht am Übertreiben gerade. Aber ich will das Prestige Level 4 für den Raum haben. Zwei Feuerlöscher direkt nebeneinander. Geht auch nicht, schade. Eine Kaffeemaschine. Ja. Klar, muss eine Kaffeemaschine rein. So, erledigt. Dankeschön. Ja, genau. Wie sieht der Raum denn aus? Alter, das soll ein Behandlungsraum sein am Arsch. Das ist ein Kindergarten ist das. Zirkus. Ein reiner Zirkus ist das. Drei Pflanzen direkt nebeneinander. Aber theoretisch ist die Aufgabe ja erfüllt, ne? Ich kann es ja wieder rückgängig machen alles. Aber ist auch nicht so clever. Ich positioniere das jetzt noch ein bisschen besser, damit das noch gut aussieht. Also so halbwegs. Warte mal, ich mach mal das. Dann eher dahin. Und die Pflanze mitten im Raum machen wir. Ach, es geht nicht. Mist. Ja gut, ist egal. Dann ist es eben so. Chaga. Ja, Aufgabe erfüllt. Beförderung. Theresa Bank, Nachwuchshausmeisterin, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Ja, dann Abflug. Blake Seapock, Krankenpfleger. Sehr gut, wir haben den Wunsch von Blake Seapock erfolgreich erfüllt. Herausforderung, erreiche die Stufe. So, hier sind immer noch die Queen-Leute, die jetzt geheilt werden. Im Gang 4. Ja, mal gucken. Theoretisch ist das jetzt gut, dass jetzt der 5-Sterne-Typ drin ist. Der heilt die bestimmt alle.
Silvia? Du siehst gar nicht aus wie eine Silvia. Du siehst eher aus wie ein Silvio. Freund. Aber sobald der Kopf weg ist, kriegst du einen weiblichen Körper, ja? Schön. Eins. Meine Güte, das ist aber auch voll, ey. A warm greeting to you all this fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Machen wir hier weiter. Wollt nur den Dings wegkriegen. Ach, geht gar nicht weg. Okay. So, Gewinn ist da. Das ist schon mal gut. Läuft alles richtig. Gibt gleich Bonuskohle. Jetzt muss ich nur gucken, ob irgendwo lange Warteschlangen sind. Ansonsten ist da schon erstmal für den Moment alles ganz schick. Da hat auch was geklappt. 175, kann ich noch was freischalten. Da oben ist jemand geheilt. Das ist Nummer 2. Wo sind die anderen beiden? Da ist einer. Okay. Super. Auch schon geheilt. Ja, Apotheke hat keine Probleme. Monobraue. Okay, Station läuft, haben wir 5 Betten, das ist in Ordnung. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Monobraue, extremer Haarwuchs, der sich meist durch einen aufbrausenden Lebensstil anbraut. Die Monobraue muss mit aller Vorsicht entfernt und anschließend in einem sicheren Behälter verwahrt werden. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Station. Gut, dann gucken wir mal. Bist du eine Monobraue? Nee. Du bist ein Portishead. Müde Knochen. Portishead. Nee, müde Knochen. Maintenance announcement. Plants need water. Du bist eine Monobraue. Habe ich schon gesehen. Dreh ich mal um. Ah, ich drehe ich selber um. Alles klar. Hi. Na? Ja, da hinlegen. Ja, hinlegen. Jetzt, dafür wollte ich eine weitere Assistentin, ne? Ja, alte Schwester, okay. Einstellen. Ist das Krankenpfleger? Ich vergesse das immer so schnell. Zimmer. Station braucht Krankenpfleger, genau. Nehmen wir ruhig einen guten, ne? Warum auch nicht? Jimmy Panther. Obwohl, die eigentlich reicht die auch. Jezebel Neugier, obwohl fast. Nee, komm, wir nehmen Jimmy Panther. Du gehst hier hin und dann sag ich dem, dass einer mehr und dann ist das in Ordnung. So, dann haben wir nämlich hier auch keine Probleme mehr mit irgendwelchem Stau. Die zwei schaffen die 5 Betten, das sollte in Ordnung sein. Das sollte in Ordnung sein. Ja, hatte ich bisher in dem ersten Krankenhaus habe ich das auch meistens hinbekommen. Einmal war es ganz knapp auf dem letzten Tag, aber hat funktioniert bisher immer. Auszeichnungen! Arzt des Jahres können wir noch nicht kriegen, theoretisch. Weil der Psychiater jetzt erst in seiner Psychiaterrolle aufgetaucht ist. Aber schauen wir mal. Arzt des Jahres! Ja, haben wir. Benjamin Bunze. Geil. Nächster. Krankenpfleger des Jahres. Haben wir auch nicht. Denke ich. Doch. Janette Juck. Beste Frau. Geile Frau. Super. Ich hatte übrigens die ersten. Ja, ich glaube, 2 haben mir gefehlt im ersten Krankenhaus. Dann habe ich alle gehabt. Öffnen. Das kriegen wir in der Regel nicht. Ja. Das wäre Hausmeister des Jahres. Obwohl, wir haben 5-Sterne-Hausmeister. Vielleicht nächstes Jahr. Assistent des Jahres geht an das, an die Orbi-Stiftung. Und Arbeitgeber des Jahres. Nein, das sind wir nicht. Nein, das sind wir nicht. Oh. Keine Todesfälle. Nein, wir haben einen gehabt. Ah, Mist. War das Krankenhaus der Gallier, oder? Holistics? So, was ist Krankenhaus mit dem höchsten Prestige? Nein, das sind wir auch nicht. Können wir gar nicht sagen.
Was? 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 Warum? Hä? Echt? Im ersten Jahr schon? Und Patientenpreis. Krass, voll abgeräumt. 2, 4, 5 von 5 von 8. Super. Ich bin ja sehr zufrieden. Hey, du brauchst nur eine gute Heilquote, ne? Aber mit den 5 Sternen ist das ja leichter als alles andere, ne? Super. 5 von 8 Awards. So, in der... Aber wir haben auch gerade keinen... Doch, da ist ein Entleuchter. Wir brauchen hier einen Dog drin. Aber der ist eh nur der Einzige, ne? Ja, ist der Einzige. Super, das läuft gut. Der macht aber gerade Pause. Die Aufgabe ist erfüllt. Gibt Bonusbelohnung. Jawohl. Geldsorgen habe ich erstmal keine. Könnte ich theoretisch gleich das andere Krankenhaus, denke ich, gleich mitnehmen. Installiere Upgrades an Maschinen. Ja, ich habe aber keine Maschine mehr, die das braucht, weil die Räumlichkeiten haben keine Sorgen. Nurse, please go to the pharmacy. Oder wär's gut, einen weiteren Psychiaterraum anzulegen, weil wir ja doch relativ viele von denen haben. Ich glaube, ich baue einen weiteren Psychiaterraum. Ach stimmt, und Kardiologie habe ich ja auch noch. Das bauen wir hier gleich mit rein. Gut, dann machen wir eine weitere Psychiatrie. Die muss 3x3 sein. Warte mal. Kardiologie muss auch 3x3 sein. Scheiße. Ja komm, machen wir hier die Kardiologie rein. Mache es jetzt nur, weil ich es kann. Damit dieser Raum eine gute Ausstattung bekommt, damit wir insgesamt eine gute Wertung bekommen. Why not? Ich kann ihn draußen hinstellen? Nee. Na, hallo? Dieses Drehen, ne? Wie viel habe ich noch? 90? Okay. You know, I've been humming that tune to myself all week, which is uncanny, because I've never heard it before. Or have I? Oh well, more catchy music coming right up. So. Das müsste erstmal schon in Ordnung sein. Wir jetzt noch ein paar Pflanzen rein und dann passt das. So, da sollte ein Assistent rein, ne? Krankenpfleger. Krankenpfleger! Hier haben wir gleich einen guten. Walter Hulk! Geil! Brauche ich gar nicht überlegen. Nehme ich.
Positiv arbeitet er ein absolut Nein. Schwache Blase, moralisch zweifelhaft. Wurscht. Der heißt Hulk. Nehmen wir. Keines Todesfeind ist mein Erzfeind. Ja, ich hab gedacht, beim ersten Krankenhaus kriegt man das hin, aber war schon da nicht möglich. Ich will ja bloß die 3 Sterne haben. So, jetzt kommt der Gesundheitsinspektor. Jetzt bin ich mal gespannt. So, ich wollte noch eine weitere Psychiatrie bauen. Das machen wir direkt hier in die Ecke. Größeres Zimmer ist wurscht, ne? Muss kein größeres Zimmer sein. So. In the news today, conditions at the Rotting Hill Hospital are getting worse every day. Apparently, patients are just as likely to die from sinkholes and crumbling ceilings as any diseases. At least that'll keep the queues down. Er hatte irgendwas zu meckern da gerade. Erlege 5 Monobiester? Was? Wie das? Was? Ich stelle gerade eine Perücke her für einen Freund. Ich brauche schleunigst jede Menge Haare. Könnten Sie vielleicht für mich ein paar dieser Monobiester fangen? Was ist denn das? Monobiester. Irgendwie jetzt kannst du kurz helfen. Was ist das? Monobiester? Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Kann ich nicht. Okay. Habe ich keine, ne? Komm, erst später wahrscheinlich. So. Stimmt. Klingt gut. Monobraun. Ja, okay. 2 davon haben wir. Ja, wird nicht klappen. 5 Leute. Da ist noch einer. Okay, da ist schon jemand gestorben. Wahrscheinlich bei der Wartezeit. Ich sehe bloß 2. Schade. Da fällt er um. Gucken, ist ein Geist. Da, Monobraun. Ah. warte. Komm her, du Monobraue. Ey! Monobraue! Hä? Muss hier hin. Aha. Ja. Super.
Habe ich zu spät geschaltet. Ich hätte da klicken können. Da ist sie. Los hin. Hä? Manu! Wo ist sie hin? Mist. Bruno Brauer? Weg. Schade. Ja, die lief gerade hier rum wie eine Ratte. Die Monobraue. Aber ich hab's nicht. Hab nicht so schnell reagieren können. Mal gucken, ob's klappt. Ich muss darauf achten, wann hier jemand mit einer Monobraue geheilt wird, weil von da an läuft eine Monobraue wahrscheinlich umher. Und die andere wird wahrscheinlich auch noch irgendwo sein. Im Grunde läuft aber. Also erstmal kurz angucken. Herausforderung: heile 7 Patienten mit Topfschmerzen, nehmen wir an. Und Herausforderung: beeindruckt den VIP. Ja, mal gucken. Der ist ja schon da. I mean, who doesn't like gardening? Digging up a bit of soil, sticking your hands in a bit of manure. Oh, I can almost smell it now. No, wait, this ist aber weggelaufen, ne? No, my mistake. Anyway, keep those fingers green. Sehe sie nicht. Schade. Okay, das mit den zwei Psychiater-Dingern war die richtige Entscheidung. Die Ärzte machen gerade Pause, ist nicht so schlimm, müssen sie durch. Entleuchter habe ich ohnehin nur einen Patienten aktuell, das passt. Da wurde gerade eine Monobraue geheilt. Wollen wir darauf achten? Oder? Hattest du eine Monobraue? Nee, du hast. Müde Knochen, verdammt. Den müssen wir aufpassen. Warum geht der da nicht rein? Da ging irgendwas daneben. Achso, es gibt verschiedene Animationen für das mit dem Topf. Alles klar. Witzig. Ah ne, das ist das Level 2, ne? Ne, ist es nicht. Okay, gibt verschiedene Animationen dafür, alles klar. So, Monobraue. Drauf achten. Auf den hier. Hallo, leg dich dahin. Das wird nicht klappen. Ja, ne, VIP-Beeindruckung hatte ich aus dem anderen Dings. Er hatte auch nur, also, immer Daumen hoch und... So, die fangen wir jetzt. Noch eine? Nee. Er hat Hunger, er sitzt direkt vor dem Automaten. Achso, okay. Ist ja auch erledigt. Repariere 100 Maschinen. Ist ja schön. Ja. Es vertrocknet hier keine Pflanze. Ist alles super. Ich achte gerade auf die Monobraue. Problem wird eher, dass wir keine weiteren Patienten dafür haben. Einer lief hier vorhin noch rum, also noch einer. Achso, da ist sie ja. So, wo ist die Monobraue jetzt hin? Ah, da ist sie noch dran, okay. Bist du geheilt? Nee, noch nicht. Jetzt. So, jetzt ist die Monobraue gleich weg. Dann muss ich sie fangen. Folgen wir ihm. Oh, wieso sterben die denn? Monobraue. Ach Mann, oh jetzt. New from Bungle. Jetzt verliert er die nicht, oder was? Are a thing of the past. Ach, Mann, oh. Now is the time for Rocket Watches.
Ich hatte gehofft, dass die jetzt einfach von ihm abfällt und ich die dann verfolgen kann. Nee, irgendwie bin ich wahrscheinlich nicht. Ich weiß noch nicht. Ist einfach der Stressfaktor ist zu doll für meinen Körper. Macht keinen Sinn.